Hey Leute, ich bin's Conny und heute schauen wir uns mal an, wie Roblox vor 10 Jahren aussah. Und wie ihr seht, bin ich gerade hier in Crossroads. Das ist eine klassische Roblox-Map, die viele von euch wahrscheinlich schon mal gesehen haben. Und das ist einfach ein PvP-Modus mit verschiedenen Waffen. Und ja, dann werden wir mal den Typen da hinten kurz schlachten gehen, ne? Komm ran, trau dich. Woo! Oh, lol. Ah, er ist runtergesprungen. Komm. Nein, ich habe die Rakete auf mich selbst geschossen. Jetzt komm ran, Alter. Ich will ihn doch nur töten. Ich will doch nur eine Person töten. Aha. Nein, mein Arm ist weg. Was soll das? Nein, Hilfe. Was ist passiert? Na gut. Das hat dann wohl nicht so gut funktioniert. Wie ich das Ganze hier gemacht habe, ich bin in ein Roblox-Spiel reingegangen namens Retroblox, welches an sich die Roblox-Ära von 2010 bis 2015 simulieren will, wird aber nicht mehr geupdatet. Dementsprechend kann es sein, dass dieses Spiel hier irgendwann nicht mehr so gut funktionieren wird. Aber hier in Retroblox habe ich natürlich immer noch Zugriff auf die normalen Roblox-Features, wie zum Beispiel Roblox verlassen und so, ist klar. Aber ich kann auch hier unten links aufs Menü gehen und dann auf Leave Game gehen. Dann geht's zurück zur Lobby. Und ihr seht, ich habe hier eine Übersicht von vielen Spielen, die damals so beliebt waren, die man damals halt spielen konnte. Zum Beispiel Doom Spires, auch ein richtiger Klassiker. Ein sehr schönes PvP-Spiel. Ich bin nur leider gerade der Einzige, der hier drin ist. Aber in Doom Spires hat man auch wieder verschiedene Waffen. Das Coole hier ist, man kann die Maps zerstören. Das heißt, ich habe einen Raketenwerfer und schieße damit auf den blauen Turm. Und wenn meine Rakete dann auch mal fliegen würde, weil das ist das Problem, es funktioniert halt alles nicht so gut, dann würde der Turm auch kaputt gehen. Auch die Grafikfilter sind hier drin. Aus irgendeinem Grund ist meine Haut schwarz. Ich weiß nicht, was das soll, aber wir wollen uns ja noch weitere Sachen angucken. Wie sah Roblox eigentlich damals aus? Weil das hier ist ja eine schöne Simulation und die könnt ihr auch reingucken und ist in der Videobeschreibung verlinkt. Aber wir schauen uns jetzt mal die Roblox-Webseite von damals an. Und dafür gehe ich rüber zur Wayback Machine. In der Wayback Machine habe ich schon nach Roblox gesucht. Und da gibt es ein paar Einträge. Da ich nur 10 Jahre zurückgucken will, habe ich jetzt nicht das Problem, dass wir 2004 nicht so viel finden werden. Aber ja, Roblox existiert schon seit 2004. Wir wollen in 2013 reingucken. Gerade haben wir den Mai 2013. Also gucken wir mal, was wir hier im Mai finden. Leider wird der Dark Mode nicht unterstützt. Ich weiß nicht warum, aber es ist scheinbar so. Wir sehen hier ein Login-Screen, Featured Free Game, Base Wars, FPS. Oh, kann ich da reingehen? Gucken wir mal nach. Oh, damals waren die Links anders. Ich sehe gerade, der Link von dieser Seite fängt mit dem Titel an und hört dann mit der ID auf. Wir gucken mal, ob wir dieses Spiel hier finden können. Und ich finde Roblox Base Wars FPS. Dieses Spiel war vor 10 Jahren ein Featured Game auf der Startseite von Roblox, hat jetzt 0 Spieler. Mal gucken, ob man das Spiel überhaupt noch spielen kann. Ich habe jetzt auch einmal nachgeprüft, das ist ein offizielles Roblox-Spiel. Das wurde also von Roblox selbst entwickelt. Vom Roblox Games-Account, der jetzt schon sehr lange nichts mehr gemacht hat. Aber irgendwie funktioniert hier, glaube ich, gerade... Ah, nee, ich bin in der First Person. Und wir warten, glaube ich, gerade, bis das Spiel voll geht. Ach, schade. Tja, aber irgendwie sieht die Map nicht fertig aus, oder? Kann es sein, dass das Terrain fehlt? Was ist denn das? Hä? Naja, irgendwie sieht das Spiel nicht so vollständig aus. Gucken wir mal weiter. So, das hier ist ein Featured Game. Damals gab es noch so eine News-Kategorie bei Roblox. Presenting the winners of the Dynamic Lighting Video Contest. Oh, da will ich natürlich wissen, was damals mit Dynamic Lighting, neues Feature in Roblox, alles gemacht wurde. Ich will aber den Dynamic Lighting Award hier. Ah, hier, okay. Wir haben Project Alamir Dynamic Lighting Demonstration. Ich will da rein. Ich will da rein. Und ich will es mir angucken, was damals gewonnen hat, vor 10 Jahren, bei Roblox-Grafik. Guckt euch diesen Screenshot an. Das war damals Top-Notch Roblox-Grafik und die lief wahrscheinlich auf keinem Smartphone. Ach, dafür wurden Videos gemacht. Das ergibt Sinn, weil es ist ein Video-Award. Kann ich das Video abspielen? Oh mein Gott, der Embed funktioniert noch. Ah, Error occurred. Okay, ich will es mir auf YouTube angucken, bitte. Bitte, bitte, bitte. Ich guck's mir im aktuellen YouTube an. Oh mein Gott, Project Alamir, shaky Kamerafahrten. Das mache ich mal hier Musik aus. Hat damals Grafik Awards gewonnen. Für mich sieht es gerade... Es sieht aus wie ein Spiel von 2003. Das hier könnte GTA San Andreas sein, von der Grafik her. Aber es bietet schon einige Features, die damals gar nicht mal so schlecht waren. Also die Kamerafahrten sind halt mega schnell. Also ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Wir gucken uns mal die nächsten Dinge an. Aber das Ding hat scheinbar gewonnen. Platz 1. Platz 2 wäre dann dieser hier. Gucken wir uns natürlich auch einmal an. Oh, das Video wurde privat gestellt. Schade. Hier sehen wir übrigens auch einmal YouTube von 2013. Nee, das ist der 8. September 2014. So sah YouTube damals aus.
Und damals haben sich die Leute schon aufgeregt, oh, YouTube wird immer moderner, dieses Design, oh, geht ja gar nicht. Damals noch mit einem Dislike-Button. 3 Leute haben das Video gedisliked, echt traurig. Und jetzt sehen wir das Video heute. Jetzt sehen wir einfach nur ganz viele Bälle an 4 verschiedenen Orten. Oh, werden die jetzt fallen gelassen? Okay, ein Raum mit Lichtern. Oh, das sieht schön aus. Das ist ein schöner Part, damit hätten sie das Video anfangen müssen. Leuchtende Bälle, das sieht schön aus. Und jetzt fluten die Bälle auch noch diesen Raum. Ich verstehe, warum das Ding gewonnen hat, weil da wurden die Dynamic Lights halt gezeigt. Sprich, wie sich die Beleuchtung dynamisch ändert. Was damals in viele Spiele nicht wirklich hatten. Das musste gebacken werden mit der Beleuchtung. Das ist heute immer noch ein cooles Feature, dass man die Beleuchtung in dem Spiel dynamisch anpassen kann. Ich meine, na gut, inzwischen gibt es Spiele mit Realtime Raytracing. Da kommt Roblox noch nicht wirklich ran. Aber das sieht auch cool aus, das will ich sehen. Oha, ein Dude in der Höhle. Ein Haus mit einem schief aufsitzenden Dach. Ah ne, sah nur so aus. Hey, hier wurden ein paar lustige Szenen schon zusammengebaut. Wenn der Typ noch eine Textur hätte, wäre es interessanter. Aber das war halt Roblox vor 10 Jahren. Seht ihr hier unten noch, vor 10 Jahren. I did not use any special effects on this video. Das ist alles in Roblox passiert. Wow. Ich meine, ja, das waren die grafischen Highlights, die Roblox damals zu bieten hat. Aber wir gucken jetzt mal weiter, was Roblox noch alles so zu bieten hatte. Member-Login. Hier haben wir noch ein Featured-Game. Swordfight on the Heights. Updated 3 weeks ago. Gucken wir natürlich einmal rein. Hier sehen wir einmal, wie die Spielseiten damals aussahen. Links steht Join Roblox. Da konnte man sich dann den Account erstellen. Hier war dann das Banner, das leider nicht geladen werden konnte, weil man Flash Player 8 braucht. Und Flash Player gibt es heute gar nicht mehr. Swordfight on the Heights. Jetzt haben wir hier ein Screenshot aus dem Spiel. Und Memes gab es damals auch schon. Damals waren Memes noch ein bisschen anders als heute. Oh, den Entwickler kenne ich, aber ich habe jetzt wieder vergessen, wer das war. Ich glaube, bei dem gab es eine große Kontroverse. Ich weiß es gar nicht mehr. Und so sahen damals Roblox-Profile aus. Damals gab es ja auch noch Roblox-Status-Updates. Damals war Roblox noch so ein bisschen mehr wie Facebook. Ich finde es gut, dass einige dieser Features entfernt wurden. Damals gab es auch mehr Roblox-Badges für Warriors und Combat Initiation, wenn man Leute getötet hat in PvP-Spielen, was halt komplett broken war. Deswegen gibt es sowas heute nicht mehr. Innenweiter gibt es heute, glaube ich, nicht mehr. Er war ein Roblox-Administrator. Das ergibt Sinn. Ich versuche jetzt einmal die Seite mit dem damaligen Link, mit dem HTTP-Link aufzurufen. Oh, man wird tatsächlich weitergeleitet auf den neuen Link. Wir sehen hier sein Profil, er hat Roblox Premium. Ein Roblox-Administrator ist aber nicht mehr. Ihr seht, die Abzeichen haben seit damals alle einen Rework bekommen. Aber das sind, glaube ich, gar nicht alle Abzeichen, die er hatte, ne? Oder? Schreibt es mir in die Kommentare, ich werde nicht nochmal nachgucken. Übrigens, für die, die es interessiert, so sah Roblox 2008 aus. Ist bei mir gerade eben so aufgeploppt. 2008 Roblox, ne, war noch viel kinderfreundlicher, wie es hier steht. Kids safe. Überall Comic Sans, wunderschön. Was passiert, wenn ich auf Play Now drücke? Choose your character. Oh, ich kann meinen Charakter wählen. Bin ich dieser coole Dude oder bin ich die heiße Lady hier? Ich bin der hier. Ah, jetzt kommt die Roblox-Install-Seite. Jetzt muss ich Roblox installieren. Das kann ich leider nicht machen, weil das funktioniert nicht mehr so, wie es damals funktioniert hat. Aber gab es damals keine Entdecken-Seite? Weil es gibt jetzt immer nur ein Featured-Game. Apocalypse Rising. Oh, ich erinnere mich, glaube ich, daran. Ich muss einmal kurz reingucken, ob es das Spiel ist. Guck mal rein in Apocalypse Rising. Ja, klar möchte ich spielen. Offenbar beliebt genug, um auf der Startseite gefeatured zu werden. Doppelpunkt interaktiv. Geschenke. Und trotzdem wurde das Spiel übersetzt. Aber krass, sogar mit einer Intro-Szene. Apocalypse Rising. So, ich kann jetzt meinen Charakter anpassen. Ich kann die Hautfarbe ändern, die Frisur, die Haarfarbe. Also es ist echt cool mit der Character Customization hier. Sehr gut gelöst. Hose und Weste darf ich aber nicht ändern. Ah, die Farbe. Ich bin gelb wie Conny. So, und dann Spanien ich mal. Guck mal, ich kann hier zwischen Global und Group Chat sogar noch auswählen. Das Leaderboard ist auch noch so ein altes. Ein Klassiker halt. Und ich habe auch mein Gesicht, das ich sonst trage hier. Worum ging es in dem Spiel nochmal? Aber was ich jetzt noch unbedingt herausfinden möchte, ist, wie sah die Roblox-Seite eigentlich aus, wenn man damals eingeloggt war? Und ich glaube, das finde ich über die Wayback-Machine nicht raus. Deswegen werde ich mir einfach gleich ein paar YouTube-Videos von damals anschauen, weil auch 2013 gab es schon Leute, die Gameplay auf YouTube hochgeladen haben. Und damals gefühlt sogar noch viel roher. Da konnte man einfach den Leuten so zugucken. Oh, Munition gefunden, ist immer gut. Ich bräuchte jetzt noch eine Waffe, nicht nur Munition. Wenn ich auf YouTube nach Roblox 2013 suche, kommen natürlich Sachen, die nicht unbedingt von 2013 kommen. Aber hier ist eine Playlist namens Roblox 2013. Da gucke ich mal rein, was ich da finde. E/Dance, ein Video von Roblox Official. Yeah, E. Oder /E/Dance. Ich mach mal die Musik aus. Das hat der offizielle Roblox-Kanal auf YouTube hochgeladen, um den Command /E/Dance zu promoten. Yeah. Es war vor 9 Jahren.
Also schon 2013, aber noch nicht ganz vor 10 Jahren. How to shut down admin service in Cole's Admin House 2013. Hallo YouTube. Heute zeige ich euch, wie ihr einen Server shutdown. Ich glaube, Cole's Admin House ist auch so eins der gehasstesten Spiele in Roblox. Seid ihr bereit? Ja, ich bin bereit. Zeig mir. Gearcode? Okay, dann muss man diesen Gearcode eingeben. Okay, ich hab's nicht verstanden. Ist mir eigentlich auch egal. Roblox Studio 2013 Multiplayer Prototyp. Okay, was möchte er mir hiermit sagen? Ach, der hat einen Prototypen gemacht, um Roblox Studio, also im Multiplayer zu machen, oder wie? Team Create Prototyp? Oder was? Offenbar, keine Ahnung. Es kann sein. Ja, also entweder das ist ein Roblox-Spiel, in dem er die Roblox Studio Building Tools eingebaut hat, oder er hat tatsächlich Roblox Studio umprogrammiert, dass man das mit mehreren Leuten machen kann. Auf jeden Fall interessant. In dieser Playlist sind echt viele Videos von da. Okay, hier sind auch sehr, sehr viele Videos von dem Dude hier. Der Space Knights spielt in Roblox. Okay. 226 Videos über Roblox aus dem Jahr 2013 in einer Playlist. Gib mal einen Roblox My Ticks oder so. Roblox on iPad Gameplay vor 10 Jahren. 8.1.2013. Dann zeig mir mal, wie sah Roblox auf dem iPad aus? So, da ist die Roblox App. War das nicht eine schöne Zeit damals? Ich finde das Design eigentlich ganz cool. Ist natürlich nicht mehr modern. Das Interface ist überhaupt nicht cool, aber der Background, den finde ich ziemlich cool eigentlich. Man sieht hier Games, Catalog. Ey, lass mich doch mal die Sachen sehen hier. Aber schon 2013. Roblox auf dem iPad. Roblox Battle, Disaster Hotel. Yay, recolored. Yay. Oh mein Gott, ein Wasserrutschen-Tycoon. Das waren damals Roblox-Spiele. Wofür entscheidet sich dieser Junge her? Andrew entscheidet sich für The Longest Fun Obby. Warum denn eine Obby? Ach, langweilig. 800 Hindernisse. Oh mein Gott. Hier im Ladebildschirm sieht man, wie viele Bricks geladen werden. Weil damals war in Roblox alles Bricks. Sehr viele Bricks. Oh mein Gott. Aber null Welds oder Connectors. Doch 17. Krank. 74. 110. Mein Gott, das ist ja ein riesiges Spiel. Jetzt wird der Charakter geladen. Oh, dann geht's schon los. Ja, so sahen damals Roblox-Obbys aus. Also an sich hat sich ja nur das... Ja, hör auf, uns Sachen zu schreiben. So. An sich hat sich ja nur das Interface geändert. Das Leaderboard ist anders. Der Leave-Button ist anders. Der Chat ist anders. Und die Grafik ist inzwischen tatsächlich besser geworden in Roblox. Das muss man denen schon mal lassen. Roblox hat damals eine Game-Review hochgeladen. Roblox City. Wow. Stell dir vor, du machst ein Roblox-Spiel und Roblox lädt das auf dem offiziellen Roblox-YouTube-Kanal eine Review dazu. Roblox City von OneDev3. Dann kommt ein tolles Roblox-Intro. Ey, ich meine, Vorläufer von den AP-Spielen heutzutage. Und ich finde, für 2013 ist es schon eine fette Map, die da gebaut wurde. Guckt euch das mal an. Da müssen wir reingehen. Wir müssen in Roblox City reinschauen. Roblox City, hier sind wir. Roblox City ist zurück. Es hat einen Spieler. Aktualisiert vor 4 Jahren. Erstellt vor 14 Jahren. Okay, dann schauen wir uns jetzt Roblox City an. Diese ganzen Roblox-Spiele von damals sehen immer so aus, als wäre irgendwann mal eine Atombombe eingeschlagen. Aber cooles Intro. Willkommen bei Roblox City. Yeah. Sehr viele Teams. Ich mach die mal aus. Mein Charakter ist jetzt schon kaputt. Ah, okay, es geht. Willkommen in Roblox City. Ich kann meine Stimmung wählen. Glücklich. Ah, ich kann mein Gesicht dann ändern. Aber man sieht es nicht, weil ich ein Gesicht über meinem Gesicht trage. Na gut. Ah, okay. Wenn ich auf Laufen gedrückt halte, dann renne ich. Ich kann auch sitzen. Wunderbar. Schlafen. Okay, schlafen funktioniert irgendwie nicht so ganz. Aufwachen. Und ich kann meinen Charakter ändern zwischen Erwachsener, Kind. Ey, was ist das denn? Zieh mir was an. Baby? Katze? Ich will eine Katze sein, bitte. Okay, es geht nicht. Ich will wieder erwachsen sein. Oh mein Gott, was ist jetzt passiert? Egal, alles schön. Spielername, Conny. Ich bin Beruf arbeitslos. Stimmung ist glücklich. Ich habe so viel Geld. Oh mein Gott. Dieses Haus möchte ich haben. Für $280. Solche Spiele haben damals den Grundstein gelegt für Spiele wie heute Brookhaven. Und ich finde immer noch, Brookhaven verdient einen Nachfolger. Einen würdigen Nachfolger. Weil, keine Ahnung, ich finde, Brookhaven hat für mich nicht den Charme, den so ein Spiel haben sollte. Dieses Spiel hat einen gewissen Charme, aber ich bin der Einzige, der spielt, neben dem Kassierer Hardwoofs, der jetzt seit Jahrhunderten wartet, dass jemand mit ihm zusammen Roblox City spielt. Was ist das hier? Dieses Haus sieht so unfertig aus. Ich weiß nicht, ist das ein Krankenhaus? Ich weiß es nicht. Es macht mir Angst. Ich gehe mal auf Vollbild. Oh mein Gott. Breitbild, Kinomodus oder Vollbild. Ich will ein Stethoskop kaufen für $75. Oh mein Gott, ich bin jetzt ein Arzt. Also ich bin noch kein Arzt, aber ich kann so, ich sehe aus wie ein Arzt. Stellt euch vor, dieser Typ kommt auf euch zu. Reinigung und Fixierung von Roblox City.
Ah, okay, dann gibt's regelmäßige Intervalle, in denen halt gereinigt wird. Hier sind auch Rampen, wie in alten Videospielen, wo immer irgendwo Rampen platziert wurden, damit man Jumps machen kann, die sowieso in einem Unfall enden. Aber trotzdem, eine Rampe. Ist doch cool. Das Tankstellenschild ist gut gemacht. Aber die Tankstelle macht mir Angst. Aber mein Gott, ist diese Map riesig. Guckt euch das mal an. Da hinten Hochhäuser, da hinten Hochhäuser. Hier einfach eine Straßenbahn über der Straße. Eigentlich ist die Map mega geil gebaut. Jetzt gibt's nur noch eine Sache, die ich angucken möchte. Und zwar, kann ich mehr Spiele finden? Ich habe gerade eben gesehen, im Footer steht All Games. Funktioniert das? Wenn ich auf All Games gehe, kommen dann alle Spiele? Bitte. Oh mein Gott, ja, ja. Ich kann mir die Roblox-Spiele von damals angucken. Boat Wars, Rot gegen Blau, oh mein Gott. Welcome to the Neighborhood, 1000 Spiele hatte das damals. Builders Club gibt's heute übrigens nicht mehr, das ist jetzt Roblox Premium geworden. Boys vs. Girls, Island Wars, okay. Komm, wir gucken mal in Boat Wars rein. So, damals hatte Boat Wars, erstellt von Wingman 8, einfach 1650 Daumen nach oben und 1182 Daumen nach unten. Also scheinbar doch ein relativ kontroverses Spiel. Es wurde 2013 erstellt, vor 10 Stunden erst geupdatet und, also am 29. Juni 2013, vor 10 Stunden erst geupdatet. Obwohl, hier steht bei Wingman 8, da oben steht bei Strike Rush 12G. Und das Spiel ist Content Deleted. Oh, was, warum ist, steht da The Walking Dead? Hä? Wurde das Spiel etwa geupdatet, um ein neues Spiel zu werden und dann wurde es Content Deleted? So schnell kann es gehen. Ah ja, es hat aber einige Daumen nach oben bekommen, bevor es Content Deleted wurde. Okay, Survive a Plane Ride With konnte ich gar nicht aufrufen. Welcome to the Neighborhood konnte ich schon aufrufen. Auf Roblox hier, gucken wir da einmal rein. Damals noch 5000 Daumen hoch und 400 Daumen nach unten, also ein sehr beliebtes Spiel. Es gab ein VIP-Item, okay. Und das Spiel wird immer noch geupdatet, auch wenn es nur noch 300 Spiele hat. Gucken wir mal rein in The Neighborhood RP. Erstellt von Q-Q. Ich habe eben schon nachgeguckt. Der hieß damals Testen und hat seitdem seinen Roblox-Namen hunderte Male geändert. Aber das ist auch schon ein Achievement, einfach einen Namen bestehend aus drei Buchstaben zu haben. Es könnte natürlich sein, dass er involviert war in dieser Geschichte, dass alte Roblox-Accounts gebannt wurden, damit Namen wieder frei wurden. So, wir klicken erstmal auf Select a Job natürlich. Ich bin Burgerway. So, ja, oh, ich habe nicht dran gedacht, wenn ich einen Job wähle, dann muss ich auch arbeiten. Ah, man sieht oben meine Stimmung, mein Gesicht sieht man. Warte mal, ich will auch wieder ein anderes Gesicht. Oh, nein, das will ich nicht. Hallo. Laura will mich überfallen, aber ich sag Hallo und lauf einfach weg. Warte, was kann ich... Kann ich? Nein. Warte. Ich kann furzen. Das Spiel ist so realistisch. Warum hat das Brookhaven nicht? Es hat auch noch Soundeffekte. Also ich will nichts sagen, aber ich finde es hier irgendwie angenehmer, auf die Emotions zuzugreifen als bei Brookhaven. Vielleicht liegt es einfach nur daran, dass ich nicht so ein Brookhaven-Typ bin, aber das Interface, das ist ziemlich straightforward. Es könnte Text vertragen, weil ich weiß tatsächlich nicht auf Anhieb, was jetzt wofür steht. Hier kann ich dann mein Outfit anscheinend anpassen. Oh mein Gott, ich kann der gestiefelte Kater sein. Das will ich tragen. Es gibt einfach Outfits von anderen Leuten, die eingestellt wurden. Ich bin der gestiefelte Kater. Gibt's das auch in Brookhaven? Dass Leute hier einfach Outfits abspeichern und dann kann man die haben. Ich kann Thanos sein. Das ist super geil. Okay, aber die meisten Outfits sind gar nicht mal so cool. Ich kann auch in die Recent Outfits gucken. Aber ich bin noch nicht ganz fair. Ich meine, dieses Spiel wird immer noch geupdatet. Warum werde ich jetzt vom SWAT gejagt? Okay, er hat abgelassen. Und weil das Spiel immer noch geupdatet wird, kann man jetzt auch nicht sagen, das ist ein Spiel von 2013. Das war 2013 ein sehr beliebtes Spiel und ist immer noch ein aktives Spiel und die Leute können echt gut Auto fahren. Wow. Aber wir gucken jetzt nochmal in das andere Spiel rein, das ich vorhin nicht aufrufen konnte. Vielleicht geht's ja jetzt über die neue Seite. Ja, Spooky Halloween Obby. Hä? Warum heißt das denn jetzt Spooky Halloween? Da steht New Spooky Halloween Obby. Wisst ihr, wann das Spiel erstellt wurde? Vor 12 Jahren. Aktualisiert vor 3 Jahren. Im Titel steht New. Das Spiel wurde wahrscheinlich komplett überarbeitet. Es ist nicht mehr das gleiche wie damals. Schade. Weil dieses Spiel war damals ein Top-Game. Das hatte 834 Spieler 2013. Damals gab es nicht so viele Roblox-Spieler. Survive a Plane Ride with Slender. Okay. Ich meine, das hat 728.000 Besuche. Gar nicht mal so schlecht. Und damals hat man unterschieden zwischen Games und Personal Servers. Damals war Roblox auch überhaupt nicht so sicher, wie es heute war. Damals gab es halt Spiele, in die bist du reingegangen und konntest alles verändern, wie du wolltest, und es wurde gespeichert. Dementsprechend gab es halt viel Griefing. Und damals wurde nicht verhindert, dass Spieler auf Serverressourcen zugreifen konnten. Das ist heutzutage nicht mehr der Fall. Zum Glück. Wir jetzt auch in Kingdom Live reingucken, Version 6.6. Wie weit sind wir denn jetzt in Kingdom Live Version 6.6? Ich rufe mal das aktuelle Kingdom Live Spiel auf, während das hier noch lädt. Ah, hier sehen wir es schon einmal. Kingdom Live 2, Version 6.6, so sieht's aus.
hatte damals schon 792.000 Visits. Wow. Wir gucken uns jetzt an, was heute aus dem Spiel geworden ist. Kingdom Life TM2 Underworld Update. Wir wissen nicht, welche Version es jetzt hat. Aber es hat auf jeden Fall ein freshes neues Banner bekommen. Wow. Hat 16 aktive Spieler und 64,9 Millionen Besucher. Aktualisiert für 11 Monaten, okay. Gehen wir mal nach. Wenn es nur ansatzweise so aussieht wie auf diesem Banner hier, wird es nicht, aber trotzdem. So, Underworld Update. Hi, thank you for joining. Kingdom Life 2, Roblox Conny, let's go. Ja, ist echt zu viel auf einmal. Ach, ich glaube, hier ist noch so ein Tutorial auf meinem Bildschirm. Das alles überdeckt. Nein, ich krieg das Tutorial nicht weg. Ich gehe nochmal raus und nochmal neu rein. Ich hoffe, dass das Tutorial jetzt weggeht und ich dann nochmal auswählen kann, was ich sein möchte. Weil das ist natürlich blöd geregelt. Los geht's. Spielen. Ah, Elfen, Geister, Menschen, Echsen, Nekros, Orks, Wölfe, Engel oder Katzenmenschen. Ich war vorhin der gestiefelte Kater, also bin ich jetzt auch wieder ein Katzenmensch, ist ja klar. Oh mein Gott, ich bin ein Furry. Ich sehe aus wie ein Mausmensch. Ich bin eine Maus und keine Katze, hä? Oder eine Ratte. Seht mich nicht an, ich bin eine Ratte. Ey, das Spiel sieht aber toll aus, oder? Guckt euch das mal an. Wow. Okay, das Spiel ist jetzt auch schon seit 11 Jahren in der Entwicklung. Na gut, sagen wir mal 10 Jahre war es in der Entwicklung, weil es vor einem Jahr zuletzt geupdatet wurde etwa. Ich weiß auch nicht, wie aktiv es entwickelt wurde, aber es sieht schon mal cool aus. Ich habe eine Fackel. Die gibt mir Licht. Das ist echt cool. Und ich weiß immer noch nicht, was ich tun kann, aber ich glaube, es ist halt so ein RPG-Spiel. Und da hinten ist rotes Licht, rotes Böse. Was macht dieses rote Licht hier? Lass mich hier rein. Brauche ich dafür einen Schlüssel? Naja, ich muss wohl erstmal auf Emotes gehen und dann facepalmen. Oh. Also Leute, wie fandet ihr das Video? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wenn es noch irgendwas gibt, was ich mir auch hätte angucken sollen, schreibt es mir natürlich auch in die Kommentare. Das war's erstmal. Wenn ihr weitere Videos sehen wollt, könnt ihr das angucken, das euch jetzt eingeblendet wird. Bis dann und ciao!